Hi, wir sind John und Rashid. Wunderschönen guten Tag. Das hier ist me, John und Rashid, unser kleines Action-Format. Heute mit unseren Jungs Summer Jam und Casey Rampton aus. Nicht jetzt, nicht jetzt. Vielleicht sich zu ändern, aber nicht jetzt. Wir haben auch schon Teams aufgeteilt. Sie haben Ihr Team wie genannt? Maximum. Warum Maximum? Weil das Album, wie gesagt, am Start ist, Alter, musst du dir auf jeden Fall reinziehen. Casey Rebel, Summer Jam, zusammen ein Album, wir haben es im Auto schon gepumpt. Auf jeden Fall, wir sind hier gekommen, um zu gewinnen. Weil ihr seid konkurrenzfähig. Wir gehen jetzt VR spielen, ey. Hi. Habt ihr zu essen, habt ihr zu trinken, braucht ihr irgendwas? Wir können euch auch was bringen, nicht, dass ihr euch hier verhungern lassen im Hotel. Ja? Lass uns erstmal zocken und dann gucken wir. Oh, voll Riesenblöcke. Direkt schon im Vorfeld. Ehrlich gesagt, eigentlich hatten wir überlegt, noch einen Einsatz zu spielen. Weil wir überlegt haben, ob wir Jordans als Einsatz sind. Nee, ich meine, Jordans ist ein bisschen der Lock erstmal besorgen. Können wir schon mit Geld spielen? Dann kauft sich einfach jeder das, was er will. Was setzt ihr ein? Was kosten die? Keine Ahnung. Was kostet die, Johnny? 160 sind sie. Ja, dann setze ich 200 Euro, keine Ahnung. Du bist auch mal schon, Alter. Wir brauchen ein bisschen was im Lostopf, Alter. Das, was ihr wollt, sagt ihr. Okay, alles klar. Ich setze meine Olympic-Lisa runter. Rang 9, noch nicht getragen, gar nichts. Also sind wirklich clean, ja. Keine Sorge. Neu, ne? Dann haben wir neu. Nike Air Penny 2 Weiß-Blau. Geil, okay. Ich habe noch ein paar Deichmanns. Okay, gut. Ja klar, guck mal hier. Siehst du? Und jetzt gehen wir runter in die erste Etage. Digga, es ist krass, Alter. Okay, pass auf. Ich glaube, ich müsste schlotzen. Ich kann zwei gehen. Geh mal nach links. Warte, von dir aus nach rechts. Ja! Sind die anderen fertig schon? Nee, ich bin nicht. So, wir kommen zurück in der Realität. Ja, Mann. Wie war's? Ich bin am Schnitzen. Das ist echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich belächle sowas immer gerne. Aber ich wollte das echt in eine andere Welt. Irgendwann kommst du auf den Geschmack mit diesem ganzen Ding. Dann ist das so ein bisschen wie Skyrim und Tomb Raider zusammen. So diese Abenteuerspiele und du musst dir selber das nächste Level erarbeiten und erkennen, was da gemacht werden muss und so. Das ist schon nice. Sehr gut. Ich hoffe, die anderen sind nicht so schnell wie wir. Geht es immer noch um 500 Euro oder was? Wir reden davon, oder? Hörst du mich? Oh, dein Bild ist weg gewesen. Ich hätte noch was von dem machen können. Irgendwas berührt mich hier. Verstehst du, sag mal was? Ich sag, irgendwas berührt mich hier die ganze Zeit, Alter. Ih, komm mal, Alter. Oh. Nee. Ih, komm mal. Die gehen gleich. Okay, stopp. Wir werden gleich sagen, technische Fehler. Warum die verloren haben. Man sieht ja jetzt schon, das hat gar keine Substanz. Ja. Aber richtig. Ist vorbei. Durchgeschwitzt as fuck, Alter. Ja. Wir haben uns gar nicht mehr gehört. Bei mir ist ungefähr 15 Mal. Ich hab schon vorher gesagt. Ich hab schon vorher gesagt. 100% kommt gleich, ja, wir hatten technische Probleme. Technische Fehler. Warum die verloren haben. Wir haben uns nicht gehört. Weil wir hatten auch technische Probleme, weil wir haben uns nicht gehört. Ich hab ja nicht gehört, so, weißt du? Aber guck mal, letzten Endes, wie gesagt, die waren 3 Minuten vorher am Ziel, Alter. 3 Minuten vorher am Ziel, 3 Minuten vorher am Ziel. Korrekt. Deswegen, Alter, wir lösen unsere Schulden ein. Wie gesagt, wir kommen heute Abend noch vorbei, Alter, bringen euch das rum.
Wir freuen uns, dass ihr da wart. Aber kommt mal die Organisation. Ja. Nicht so wie ich der Frau Essen bringe. Aber bringt doch. Müssen wir gucken, ob wir uns noch sehen oder so. Nee, wir kommen nur rum. Chill kurz und dann gehen wir. Aber nicht, dass ihr die Schuhe. Nicht, dass ihr leer kommt. Seht ihr, kostet ihr. Sind die schön? Schade drum, Mann. Sind die schön? Wir sind fresh out the box. Wir sind nagelneu hier. Da ist nichts dran, Alter. So ist der Leben. Herzlich willkommen. So ist der Leben. Wenn man eine Wette verloren hat, muss man es einlösen. Muss man durchziehen, wa? Siehst du, frag den Chef, Alter. So Leute, wir haben gerade bei einem Spiel gegen diese beiden jungen Herren gewonnen und den Wetteinsatz haben die uns jetzt mitgebracht. Guck mal, die stehen da schon vor der Tür. Die Jungs sind gerade. Ich hoffe, das passt. Wie angegossen. Ich hab ein bisschen gehofft, dass es nicht passt. Ja, aber das jetzt sagt, oh, passt nicht. Wie sehen Sie aus? Ich kaufe mir einen Schnitt, alle 6-7 Tage neue Dings, weiße Schuhe. So, John und Rashid, unsere Jungs Casey Rebel und Summer Jam, so, und wir werden jetzt hier unsere Wettschulden einlösen, wie gesagt, ja. Nike Air Penny 2 von mir für Jam. Dankeschön. Und Jordan 5er Olympic von Rashid und Casey. Super. Offiziell. Gute Verlierer. Auf jeden Fall, Alter. Ja, das Mädchen, sag Bescheid, wenn die doch nicht passen, dann nehme ich die zurück. Ja. Ich sag's. War eine coole Runde. Ihr wisst ja, Wettschulden und so weiter, ja. Wa? Alles Gute für euch. Schön, dass ihr mitgespielt habt. Und dann sind wir auch schon raus.